Ich begrüße euch heute aus dem Harz. Wir sind beim Angeln. Eine weitere Folge Quick and Dirty. Ein ganz schnelles Gericht vom Grill. Leider haben wir noch nichts gefangen. Wir sind aber gut vorbereitet. Ich habe alles mitgebracht. Eine Forelle, gekochte Kartoffeln und eine schöne Vinaigrette. Der Fisch wird nur ganz kurz bei einer milden Temperatur gegrillt und nachher filetiert. Und dann machen wir aus den Kartoffeln und dem Fisch einen schönen frischen Salat. Draußen in der Natur haben wir natürlich keinen Monoleiter dabei. Ganz einfacher Grillanzünder kann man überall kriegen. Ein paar Sticken aus der Hosentasche. Und los geht's. So, dann lassen wir jetzt hier einfach die Kohle ein bisschen anglühen, machen noch nicht den Deckel sofort zu. Sonst qualmt das nur. Der braucht ein bisschen Zeit, 5 Minuten. Und dann geht's los. Also ich habe dabei eine fertige Vinaigrette. Ganz mild diesmal, wenig Olivenöl, das meiste ist Traubenkernöl. Bisschen Zitrone, ein Rosmarinstängel habe ich reingegeben. Mild aromatisiert, so wie jeder das mag. Dann habe ich ein paar Kräuter mitgenommen. Die kann man natürlich auch schon vorher in die Vinaigrette reinpacken. Und ein paar gekochte Kartoffeln. Und was um Fisch geht, habe ich ein bisschen Zitrone mitgebracht. So, jetzt legen wir einfach die Kartoffeln für 3-4 Minuten hier drauf. Die sollen jetzt gar nicht richtig heiß werden, sondern einfach nur so ein bisschen Temperatur kriegen. So, die Kartoffeln sind jetzt warm geworden. Kartoffeln runter und dann legen wir den Fisch drauf und dann schön langsam weitergaren. Zügig den Deckel wieder zumachen, damit es nicht zu heiß wird da drin. Und direkt wieder zu. Der Fisch, der gart jetzt schön langsam weiter bei 200 Grad. Das dauert einen Moment. In der Zeit können wir jetzt einfach die Kartoffeln nehmen, ein bisschen klein schneiden und dazu die Kräuter. So, einmal umdrehen, von der anderen Seite garen und dann ist es auch schon ruckzuck fertig. Das heißt also, wir können den Salat schon mal ein bisschen aromatisieren. Schön die Vinaigrette darüber schon mal kräftig durchschwenken. So, der Salat sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Forelle fertig ist. So, die Forelle ist jetzt fertig. Jetzt nehmen wir sie runter. Und jetzt filetiere ich hier schön die Forelle zu den Kartoffeln und dann wird das Ganze vermengt und schon ist es fertig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Zitrone dazu, wer was möchte. Und natürlich haben wir ein bisschen was fürs Bild mitgebracht. Schnittlauch fängt schon an zu blühen und oben drüber schön die Forellenhaut. Unser Gericht am See im Harz, Quick and Dirty.